Okay, Freunde, wir sind im Mediamarkt angekommen. Ich habe wirklich richtig Angst, mein Geldbeutel gleich richtig bluten wird. 200 Euro! Oh mein Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das hier? Das sieht gut aus. Oh shit. Oh shit. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf. Danke, 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 danke. Meinem Kanal. Freunde, wie ihr seht, bin ich mal wieder hier zu Hause. Und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, werde ich heute mal wieder ein Video mit meinem kleinen Cousin drehen. Ihr habt es euch alle gewünscht. Wie ihr seht, Freunde, ist mein kleiner Cousin aber noch nicht da. Deshalb müssen wir ihn jetzt erstmal abholen gehen. Aber Freunde, bevor wir losfahren, werden natürlich erstmal drei Leute aus den Kommentaren gegrüßt. Deshalb gehen Grüße raus an Sandra, Leon und Philipp. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann kommentiert jetzt einfach unter diesem Video. Okay, Freunde, ich bin angekommen bei meinem kleinen Cousin. Yo! Was ist denn Haaren passiert? Ich habe 25 Euro bekommen, dass mir jemand die schneidet. Aber die waren noch blau letztens. Sie müssen überlegen, wirklich, for real, deine Haare waren noch richtig lange blau. Ja. Und jetzt einfach für 25 Euro abpassiert. Komm mal machen. Die Freunde, ich würde sagen, wir gehen los zu mir. Let's go. Wir sind angekommen hier bei mir zu Hause. Lasse, bist du ready? Ja. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Lasse gefragt, ob er Bock hat, nochmal ein Video mit mir zu drehen. Aber er weiß gar nicht, was wir drehen. Und zwar, kannst du heute mal wieder was gewinnen? Ja! Und zwar ist die Challenge jetzt, ich werde diese 500-Euro-Scheine irgendwo hier in meinem legendären Levin-Ray-Zimmer verstecken. Danach hast du 5 Minuten Zeit, die Scheine zu finden. Und so viele Scheine, wie du findest, die darfst du dann ausgeben. Easy. Okay, Freunde, lass das jetzt im Nebenzimmer. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier diese 500 Euro verstecken. Hier. Hinter der Dartscheibe. Versteck Nummer 2 hier in die Sparbox. So, hier rein. Dann würde ich sagen, Freunde, legen wir einen Schein hier rein, so in die Lampe. Der vierte. Und der letzte. Klemmen wir hier einfach so rein. Okay, Freunde, ich habe mir überlegt, wir machen sogar noch einen Bonusschein. Und diesen Bonusschein tun wir einfach hier rein. Okay, Lasse, bist du ready? Jo. 3, 2, 1, let's go! Oh, 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 oh! Oh shit, oh shit, oh shit. Wahrscheinlich kannst du den Schein hören, oder? Oh, 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 oh. Okay, okay. Gut, gut. Du schaust schon mal sehr genau. Das ist wichtig, das ist wichtig. Warm, sehr warm. Nummer 1 ist gewonnen. Nummer 1 ist gewonnen. Aber oh, Nummer 2. 200 Euro. Oh mein Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Die zweite Minute ist gerade eben um. Oh shit. Ah. Oh, oh, oh. Die Gitarre wird angeschaut. Bin ich dumm, bin ich dumm! Nummer 3! Oh shit, oh shit! Oh, oh, oh! Leider nicht! 1 Minute und 30 Sekunden noch, 3 letzte Scheine! Oh shit, er hat den hinter der Tatscheibe gefunden! Oh shit, oh shit, oh shit! Oh. Wo ist die? Oh, 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 oh! Und wird er den letzten Schein finden? Scheiße! Da, 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 da. Schau mal hier! Nein! Also 400 Euro, das heißt, es hat ihm noch einer gefehlt plus den Bonusschein. Aber ich denke, damit können wir doch auf jeden Fall schon mal was machen. 400 Euro sind auch nicht schlecht. Aber eine Sache habe ich dir noch nicht gesagt, Lasse. Und zwar werden wir nicht einfach in Läden gehen und du kannst dir kaufen, was du willst. Sondern wir werden mit dieser Augenklappe losgehen und du musst blind in den Laden laufen und da, wo du stehen bleibst, das werden wir kaufen. Ich habe ein gutes Gespür. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen los in die Stadt. Das Geld ausgeben. Was würdest du sagen, wenn wir hier als allerersten Laden den 1-Euro-Shop nehmen? Lexa, finden wir ein paar wilde Sachen? Ja, ich glaube. Okay, Lasse, ich würde sagen, du läufst jetzt einfach hier rein in die Spielwarenabteilung und das, was du anfasst, nehmen wir mit. Zieh deine Maske auf, dreh dich dreimal im Kreis, dann let's go, lauf rein. Okay. Erstmal ein Auto. Aha, oho, okay, das erste haben wir. Ja, ja, nimm mit. Okay, das auch noch. Ja, ja, nehmen wir auch noch mit. Oh mein Gott, was haben wir alle für Sachen? Oh. Okay. Okay. Läuft weiter. Pass auf, da ist ein Pfosten. Wo ist Pfosten? Okay. Das hier. Warte, gib mir, ich nehme dir ab. Okay. Wir gehen zur Kasse und schauen uns dann draußen mal an, was wir hier erbeutet haben. Ausbeutung gemacht. Ey, wir haben echt ultra viele Sachen. Wir haben eine komplette Tüte voll. Ui. Oh, okay, wir haben hier einmal. Alien-Knete oder so eine Scheiße. Paw Patrol. Was ist das? Paw Patrol, so eine kleine Kinderserie. So. Paw Patrol. Okay. Boah, das ist, glaube ich, so ein richtig fetter Luftballon. Schleim-Scheiße? Yeah, der Jedi-Ritter. Okay, so ein Ding zum Hochschießen. Und noch ein Auto. Ein Hot Wheel. Okay, ein Auto. Ein Hot Wheel-Auto? Krass. Wer, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch hat früher auch immer mit Hot Wheel-Autos gespielt?
Ohoho! Mehr! Funktioniert 1A! Wie ein Stressball. So hoch du kannst. Oh. Er hoch, er wirft einfach auf die Leute. Sorry, Entschuldigung. Er wirft einfach Leute ab. Okay, jetzt haben wir hier so einen Ballon. Alter, wie groß der ist. Noch mehr, noch mehr! Mission Ball zerstören erfüllt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Store. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, gehen wir in einen Kleiderladen und schauen mal, was wir da Freshes zum Anziehen für dich kaufen können, Lasse. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier in diesen Laden rein. Kennst du den, Lasse? Sneepes. Hier gibt es echt sehr, sehr viel Auswahl. Sagen, zieh deine Maske auf. Dreh dich dreimal im Kreis. Oh, oh, okay. Okay. Direkt zu den Schuhen. Oh, oh, okay, okay. Aha. Oh. Er fühlt richtig, was für Schuhe. Nimmst du die? Entscheidest du dich für die? Er riecht an. Die sind perfekt. Die haben den guten Geruch? Ja. Zeig her. Feierst du? Ja, sind geiler. Hol mir mal die richtige Größe und probieren die an. Oh, wer ist das denn, Digga? Zeig mal deine neuen Treter. Will, Digga. Will. Oh. Digga, mit zwei Tüten neuen Treter. Lass uns doch als nächstes hier reingehen. Das sieht irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll aus. Da gibt es irgendwie so ganz viele weirde Sachen. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen. Wir sind jetzt einfach hier mal so in Gang reingelaufen, weil hier gibt es richtig viele Süßigkeiten. Let's go. Streck deine Arme aus. Okay, okay, okay. Oh, okay, ein Flugzeug. Okay. Was ist das denn? Okay. Alles, was du berührst, nehmen wir mit. Den Kaugummi-Automaten. Okay, einmal das hier. Das hier auch noch. Passt das? Ja. Okay, mach hoch und schau, was du alles geholt hast. Holy shit, was ist das alles? Okay, ich würde sagen, ab an die Kasse. Okay, Lasse, nächster Laden. Wir sind jetzt hier im Müller in der riesengroßen Spielzeugabteilung. Das, was du als erstes in die Hand nimmst, werden wir mitnehmen. Zieh deine Maske auf. Dreh dich im Kreis. Let's go. Oh, okay, du gehst schon direkt in diesen Gang. Perfekt. Okay, okay. Was holst du denn da? Das fühlt sich also wie so ein Kinderwagen, oder? Das hier? Das sieht gut aus. Das willst du? Mach mal deine Deko. Laufrad, das ist echt geil. Okay, let's go. Dann lass uns das Laufrad mitnehmen. Oh mein Gott. Karte bitte. Okay. Dankeschön. Was haben wir hier alle schon wieder gekauft? Ich glaube, sie sind dumm. Alter, das sieht aber voll krass aus. Die Felgen, Digga. Tschüss. Wir gucken mal, ob wir das zusammengebaut bekommen, Freunde. Anleitung? Brauchen wir nicht. Sicher, dass es so geht? Oh, das sieht perfekt aus. Bis maximal 25 Kilo. Ich wiege unter 25 natürlich. Ich würde sagen, wir gehen ins Auto die Süßigkeiten testen. Was ist das? Ja, was kann man da jetzt machen? Ein bisschen komisch, oder? Ultra viele Kaugummis. Freunde, wer kennt diese Kaugummistreifen noch von früher? Okay, dann hast du hier ein Auto geholt. Was ist das? Digga, du hast ja so viel weirde Sachen geholt. Dann haben wir hier noch Puffreis. Das brauchen wir jetzt nicht probieren. Das ist ein Klassiker, Freunde. Wer von euch feiert Puffreis? Schreibt es in die Kommentare. Und sonst haben wir wirklich echt nur noch komplett weirde Sachen. Krass, aber ich wusste gar nicht, dass es so ein Gadget gibt. Irgendwie auch cool, oder nicht? Dann hast du hier so zwei Feuerlöscher. Was ist das, Digga? Boah, das schmeckt geil. Das schmeckt geil. Oh mein Gott! Alles ist runtergefallen. Ich küsse auf dein Herz, Lasse. Eigentlich nice, oder? Aha. Dann haben wir noch hier als letztes irgendwie ich sowas. Denke. Oh mein Gott, nein! In meinem ganzen Auto diese Kugel. Was ist das? Man kann das so drehen, ja. Ja, Freunde, wir haben ja 400 Euro zur Verfügung. Wir können jetzt mal hier den Kontostein einblenden. Wir haben ja auf jeden Fall noch ein bisschen Geld zur Verfügung. Ja. Und deshalb würde ich sagen, Freunde, gehen wir jetzt noch zu allerletzt in den Mediamarkt und schauen, was wir da Wildes holen können. Auf was hättest du denn Bock, Lasse? Also, iPhone 14. iPhone 14. Ja. Okay, Freunde, wir sind im Mediamarkt angekommen. Ich habe wirklich richtig Angst, mein Geldbeutel gleich richtig bluten wird. Lasse, bist du ready? Du bist schon richtig aufgeregt. Du freust dich schon, oder? Okay, let's go. Maske auf. Lauf. Du siehst aus wie so ein Schlafwandler. In welche Richtung gehst du? Okay, oh, oh, okay, okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Du musst irgendwo stehen bleiben dann, gell? Ja. Aha. Okay. Willst du das oder noch weiter? Nicht? Ich will wahrscheinlich...
zu billig. Ich habe so Angst, so habe ich mir das Video nicht vorgestellt. Okay. Okay. Sowas will ich. Sowas willst du? Okay, mach runter. AirPods. Einfach AirPods. Du hast jetzt nicht genau gesagt, welche. Welche sollen wir nehmen? Einfach hier die Pro, die besten. Beste. Let's go, lass uns die holen. Hey, aber wieso bist du erst so verschiedene Strecken abgelaufen? Guck mal, ich muss dir mal ganz kurz sagen. Du warst hier. Wer? Aber du hast doch schon Xbox, oder? Ja. Dann warst du hier bei der, irgendeinem Handy. Und dann bist du einfach straight up zu den AirPods gelaufen. Hier sind sie, Lasse. 260 Euro. Dankeschön. Ciao, ciao. Lasse, deine Ausbeute. Für dich hat es sich auf jeden Fall sehr gelohnt, Lasse. AirPods, ja. Schuhe und Süßigkeiten. Was ein wilder Tag heute mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr Videos mit meinem kleinen Cousin sehen wollt. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In dem Sinne, Lasse, hast du noch was zu sagen? Heide, ciao. Ciao, ciao. Abonniert alle, Baby. Back in my bag and I got a burger. Do this shit for real.